Hallo meine lieben Freunde der gemütlichen Unterhaltung, willkommen zu diesem Video, ein Fanpost-Video. Und es ist unglaublich warm hier. Ja, Kopfbedeckung, ich glaube, haben wir gerade EM, aber ich glaube, die Farben verlieren gerade, oder? Gut, Fußball egal. Ich habe gerade Paket bekommen. Oh, es ist etwas schwerer. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Auch keine Vermutung. Aber es ist irgendwas Flüssiges drin. Dieses Paket, ich weiß nicht, von wem es ist. Und es war sehr lange unterwegs. Ungefähr eine anderthalbe Woche, glaube ich. Und nach 5 Tagen kam erst eine Benachrichtigung bei mir, dass die Sendung elektronisch angekündigt worden ist. Nach 5 Tagen, nach Abgabe in der Poststation. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich habe hier was, hier steht dran. Ich weiß nicht, ob du selber solche Klebeband hast, aber hier steht nachverpackt. Repackt, nachverpackt. Von der Deutschen Post nochmal mit Klebeband. Vielleicht war es dann doch nicht so fest verpackt und die mussten das nochmal verpacken und deswegen hat es länger gedauert. Das ist jetzt so meine Vermutung. Denkt dran, wenn ihr was schickt, ordentlich verpacken. Wo? Wo? Na, die Adresse steht in der Videobeschreibung. Es ist ein selbstgepacktes Paket und ist natürlich wow. Ja, da macht sich jemand die Arbeit, tut es hier Verpackungssachen rein, gibt Geld aus bei der Post. Das ist ein Applaus wert. Jetzt macht jeder, jetzt tut jeder mit Klatschen hier, der das Video sieht. Wir tun jetzt zusammen Applaus. Dankeschön. Ich hab's genau gesehen, du hast nie geklatscht. Klatsch jetzt mit. Applaus für den Sender. Egal was drin ist. Erste Mal. Dankeschön. Ja, jetzt fange ich aber mal an. Ich muss bei meiner Karte, die ich hier in der Kamera habe, und die habe ich nur noch 10 Minuten Aufnahmezeit. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. So, wollen wir mal gucken, wie man das hier am besten öffnet. Ohne irgendwo reinzuschneiden. Bin ja gespannt, was da drin ist. Schickt mir Pakete, damit ich mehr Videos machen kann. Ich mache viel zu wenig Videos von sowas. Ich gucke mal auf die Kamera, damit es auch wirklich aufnimmt. Okay, ist nochmal gepackt. Okay, jetzt. Sehr viel Zettelei hin. Also mal. Mia macht dann sauber. So. Was? Achso, jetzt muss ich gucken, ob hier ein Zettel. Ich habe das letzte Mal den Zettel übersehen. Ich hoffe, ich sehe keinen Zettel, also kein Brief. Also reines Sonnenblumenöl. Da hat jemand mich ernst genommen, wo ich gesagt habe, schickt mehr Öl. Es ist etwas ölig, obwohl es noch zu ist, aber haltbar bis 5.05.2022. Öl habe ich auf alle Fälle jemand, der mir da was abnimmt. Hier haben wir einen Brief. Guck doch mal rein, was jetzt drin steht. Ne? Diesmal habe ich ihn gefunden, wenn es überhaupt ein Brief ist. So lang.
Herr Wuttke, wir wurden auf Ihr Fanpost-Video aufmerksam gemacht für den User Alex Felix und haben Ihnen dieses Paket 6 Flaschen Raps sowie 6 Flaschen Sonnenblumenöl für Sie und Ihre verwandten Abnehmer bereitgestellt. Die Kosten übernimmt der User. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit dem User Alex Felix auf. Wir wurden gebeten, Sie aufmerksam zu machen, den unten genannten Namen nicht in Ihrem Video zu nennen. In Kooperation mit Alex Felix. Bleiben Sie gesund, viel Grüße, Ihr Penny-Team. Was? Ihr Penny-Team? Was? Ihr Penny-Team. Ja, Penny, Kooperation steht noch offen zwischen uns zwei. Ich habe erst in mein Einkauf-Video wieder gemacht und habe, ja. Also, Penny. Okay. Also sind das jetzt 12 Flaschen Öl. So, Rapsöl. Jetzt haben wir ja Rapsöl. Fokussier von alleine, ich komme nicht an die Kamera. Ja. Also Rapsöl, Sonnenblumenöl. Ja, wenn der Diesel noch teurer wird, ne? So, ich tue erstmal die ganzen Flaschen hier raus. Jetzt habe ich noch Wahnsinn. Aber gut verpackt. Also das letzte ist ja noch nichts geplatzt. Papiertonne wird wieder voll werden. So, raus. Oh, bleibt. Oh, ist der Boden ziemlich gewölbt. Als würde das Ding gleich explodieren. Ich leg die mal hin. So, wie lange habe ich noch Zeit? 2 Minuten. Alter, die Flaschen sind unten zugewölbt. Was ist denn da los? Schnell machen, ich will nicht, dass die Kamera ausgeht, bevor ich fertig bin. Gut, also es ist nur noch Zeitung. Oh, nur noch Zeitung, Henne. So, ich stell's die mal hier auf. So. Ey, ich kann jetzt einen Kegel-Stream machen. Kegel mit Rapsöl und Kegel mit Sonnenblumenöl. Okay, die Flaschen sind ja manchmal ganz schön unten. Aber sie sind zum Glück nicht kaputt gegangen. Ich bin auf Öl gestoßen. Jetzt bin ich im Ölgeschäft. Also nochmal, an Fragen und so soll ich mich an Alex Felix wenden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit bei Penny. So, also dann. Vielen Dank, dass ihr das Video angeguckt habt. Schickt mehr Dosen zum Trinken. Damit ich bei den Aufnahmen immer was zu trinken habe. Ich habe eine trockene Kehle, hier ist so warm, ja, dass ich da mal was trinken kann. Also, ich hoffe, man sieht sich bald wieder und bleibt mir treu, teilt dieses Video, dass mal die Videos auch mal ein bisschen mehr Reichweite bekommen. Auch vielen Dank, dass ihr das anguckt. Dankeschön. Eine halbe Minute habe ich noch. Ich werde einfach die Kamera jetzt mal ausgehen lassen und ja, nein, ich mach's aus. Also dann, haut rein, Jungs. Ciao und Mädels.